Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. Dann wollen wir mal mit ihm reden. Nochmal zum Seil. Ich bin unschuldig. Dein Fall. Fangen wir mal von vorne an. Nochmal zu dem Seil. Was? Wenn du sicher bist, dann weg durch. Woher hast du das Seil? Ein fahrender Händler hat es uns verkauft. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin unschlagbar, wenn es um Dart geht. Ja, schon klar. Wir müssen, glaube ich, gegen dich spielen. Hallo. Hä? Hey, ach so. Wärter! Was wollen Sie, Mr. Gefangener? Ich bin unschuldig. Vielleicht bist du's. Vielleicht auch nicht. Komm schon. Hey, Wärter! Was wollen Sie, Mr. Gefangener? Leihst du mir mal einen Dartpfeil? Damit du ihn mir in den Kopf stecken kannst? Denk nicht mal dran. Die Idee ist gar nicht so schlecht von dir. Hey, Wärter! Was wollen Sie, Mr. Gefangener? Aber eigentlich, du bist zu nett, um dir weh zu tun. Ist nur die Zelle. Hast du die Zelle sauber gemacht? Davon hat mir keiner was gesagt. Ja, nochmal. Hey, Wärter! Was wollen Sie, Mr. Gefangener? Irgendwie war ich mir sicher, dass ich irgendwie hier was bewirken kann. Nochmal zu dem Seil. Was? Ich bin sicher, es gibt einen Weg, es durchzukriegen. Glaube ich nicht. Ich wette, mit einem Revolverschuss bekäme man es auf. Vielleicht könnte dir deine Oma einen Colt in einen Kuchen einbacken. Okay, also er ist doch nicht. Warte, da war doch was. Er trifft genau ins Schwarze. Ich dachte, da war was. Keine Ahnung, wo ist das Seil? Ich Fenster? Bin unschlagbar, wenn es um Dart geht. Das Seil kann ich nicht hintergehen. Ich dachte, ich wollte an das Stein. Tja, hast du das gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ja doch, ich eben gerade. Unschlagbar, Nimmer. Wenn Stein. Es um Dart geht. Nutze Stein mit. Ich bin zwecklos. Sinn und zwecklos. Völlig. Oh, okay. Oder, so wie er gesagt hat. Der hier trifft. Hinterkopf. Genau ins Schwarze. Okay, Petty Boom. Das tut mir jetzt wirklich leid, wenn das wirklich funktionieren sollte. Der hier trifft. Genau ins Schwarze. Da ist. Was hast du denn für ein Problem? Da ist! Dieses Fenster sieht nicht sehr sicher aus. Da ist! Dieses Fenster sieht nicht sehr sicher aus. Mit dir kann ich nicht interagieren. Sag mal, was hast du denn? Hast du was in den Popo oder was ist mit dir los? Ah, das ist ein Pfeil! Jetzt sehe ich's! Oh, es wird dunkel. Ich hoffe, dass du ihn nicht umgebracht hast. Dieses Fenster sieht nicht sehr sicher aus. Ja. Nutzerfenster? Ja, besser nicht, Kumpel. Okay, also machen wir aus dem Dartpfeil ein Dietrich. Nutze mit Schloss. Zwecklos. Sinn und zwecklos. Völlig. Was gibt's da noch?
Ring. Bewege. Das funktioniert nicht. Boah, nutze Pfeil mit Ring. Ja, ehrlich, das ist so ein Dart-Pfeil? Ja, traum weiter. Ach, La! Sie brechen aus! Wie? Geht nicht? Die Seite? Ach so, hier. Ach, wir sind da. Ah, ja, alles klar. Und wohin jetzt mit ihm? Schmeißen wir ihn in den Brunnen? Ne, kann man nicht interagieren. Tür. Ne, warte mal. Dann in den Stahl vielleicht. Komm, komm. So schwer kann er noch nicht sein. Hallo? Wer ist da? Mr. Ed? Wind, Seil, Hause telefonieren. Das war gut. Ach, verfluchter Wind. Okay, also nicht hier. Hä? Oder ich muss was... Hallo? Wer ist da? Ich glaube, es zieht heute ziemlich. Warte mal, ich will das mit den IT da telefonieren. Ausprobieren. Hallo? Wer ist da? Nach Hause telefonieren. Such dir doch nicht nach Außerirdischen. Hallo, das war gut. Okay, das ist die einzige Ort, wo ich da hingehen kann, anscheinend. Tür. Das ist, oh, okay. Ich kann, glaube ich, nur die Tür hier benutzen. Oh, ist ja ganz schön windig, du. Wir haben geschlossen. Bitte schließen Sie die Türe. Es zieht mörderisch hier. Verdammt, also doch nicht. Weg. Wer ist da? Boah. Eigentlich ist das wirklich, ich glaube, egal. Oh Mann, hast du mich erschreckt. Alles klar. Ich hab's verstanden. Ihr auch nicht. Kann man da noch gehen? Nein, ne? Warte, kann ich die Karte benutzen? Ich würde gerne... Ja, ich weiß, du hast... Ich würde gerne... Okay. Mann, ich würde ihn so gerne da reinwerfen. Menno, wieso gehst du jetzt? Hallo? Wer ist da? Jetzt ist nicht die richtige Zeit für eine Stampede. Animal, du bist ein Naturtalent, wie du das alles so nachahmen kannst.
Okay. Zurück können wir auch nicht, oder? Nein. Okay, also hier. Ich glaube, hier ist die Lösung. Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Nur hier können wir irgendwie rein. Aber der lässt uns nicht rein. Fenimore, komm schon. Warum? Habt ihr das jetzt gemerkt? Komm schon. Okay, ich glaube. Wir haben geschlossen. Bitte schließen Sie die Türe. Es zieht mörderisch hier. Ich glaube, ich weiß die Lösung jetzt. Und zwar, wenn wir den Hebel betätigen, da kommt er ganz schnell und macht das wieder rückgängig. Ja, besser nicht, Kumpel. So, und dann läuft er wieder zurück. Aber manchmal ist der Wind so stark. Boah. Oh. Das war zu spät, oder? Vielleicht liege ich falsch. Aber ich könnte schwören, weil die Tür von alleine zugegangen ist. Okay, warten wir jetzt auch mal ab, bis es anfängt, der Wind zu pfeifen. So was habe ich mir gedacht. Naja, mehr oder weniger. Er spielt nicht mehr mit. Schön gesagt, er spielt nicht mehr mit. So. Mann, das Spiel ist abgehört. So. Kann ich irgendwo nicht absetzen? Geht nicht? Da steht, wir warten auf Ihre Order zum Aufbruch. Okay. Nutze? Ja, besser nicht, Kumpel. Ausrüstung. Dieses Gerät ist in der Lage, eine ganze Armee zu mobilisieren. Schön, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür. Wir müssen erst mal lernen, wie man damit umgeht. Gut. Aber lass. Was ist mit Dixon? Du willst doch nicht die ganze Zeit mit Dixon laufen. Ausrüstung. Telegraph. Fenster. Oh, Moment, Regal. Vielleicht kannst du irgendein Buch finden, wo du es lernen kannst. Enzyklopädie für Telegraphisten. Ja, läuft. Keine Ahnung. Nutze. Mensch, das klappt doch niemals. Boah. Lassen wir das lieber da, wo es ist. Keine Ahnung, guck. Geschichte des Telegraphen. Ach so, ich muss so lange gucken, bis ich wahrscheinlich irgendein Buch finde. So ein passendes Buch. Morse, sein Leben und Wirken. Verwandtschaften zwischen der modernen Telegraphie als Philosophie und... Sieht aus wie ein Titel in Morsecode. Syntax und Morphologie der Enzyklopädie für Telegraphisten. Geschichte des Telegraphen. Morse, sein Leben und Verwandtschaften zwischen der modernen Telegraphie als Philosophie.
Sie Syntax und Morphoenzyklopädie für Telegraphisten. Geschichte des Morse. Sein Leben und Wirken. Das Spiel macht mich echt wahnsinnig. Nehm irgendwas. Lassen wir das lieber da, wo es ist. Dass du mit Dixon hier rumläufst, das irritiert mich total, ja. Total. Aber da war was. Lernen Sie Morsen in 10 einfachen Lektionen von Dr. Hengelhoffer. Dr. Hengelhoffer, den kenne ich, den Namen. Das ist nicht, sag mal schnell. Spielt der Lokomotiv? Boah. Der Lokomotivführer? Nicht Schach mit ihm? Mann, gucke. Ich wusste ja gar nicht, dass Morsen so einfach ist. Ah. Will hat sie gesehen, ne? Also. Es ist eine Kunst für sich, würde ich sagen. Benutze jetzt. Was ist? Nutze. Boah, bewege. Das funktioniert nicht. Ja, besser nicht, Kumpel. Also langsam werde ich sauer. Nutze Ausrüstung. Dieses Gerät ist in der Lage, eine ganze Armee zu mobilisieren. Okay, nutze Moser so. Sowas passt doch gar nicht zusammen. Nee, so nicht. Fenimore, ehrlich. Telegraph. Da steht, wir warten auf Ihre Order zum Aufbruch. Nutze. Mensch, das klappt doch niemals. Sag mal, das Spiel will mich doch verarschen. Bewege? Das funktioniert nicht. Rede? Geht nicht. Ich hätte mir das jetzt gewundert. Warum sollte ich? Nutze Morsecode mit Ausrüstung? Keine gute Idee. Genauer gesagt eine Idee. Sowas passt doch gar nicht zusammen. Nee, so nicht. Ausrüstung. Ja, ehrlich, ich weiß nicht, was ich übersehe. Ich wusste ja gar nicht, dass Morsen so einfach ist. Ausrüstung. Nehmen? Hab ich das schon? Quatsch. Sowas will ich nicht. Quatsch. Telegram. Dieses Gerät ist in der Lage, eine ganze Armee zu mobilisieren. Fenimore, lass gut sein. Ich kann das Signal da drüben sehen. Was? Hier kommt der Zug. Was? Hier! Sheriff? Wo? Sheriff, ganz lässig. Ich muss meine Waffen finden. Ich habe jetzt alles wieder, was mir gehört. Ja, fantastisch. Und was jetzt? Jetzt habe ich wohl den Schlüssel? Was ist das für Schlüssel? Dieser Schlüssel sollte mir die Türe der Gefängniszelle öffnen.
Ich möchte das aber erstmal behalten. Hm, okay. Hey, wir haben den Schädel. Ich sehe es gerade. Der besteht aus Gold. Ja, toll. Einer von drei. Ja, perfetto. Ja, ich habe jetzt den Faden verloren. Der Dixon. So, ja, klar. Das ist jetzt von dem Dixon. Alles klar, gut. Das heißt, fehlt uns noch von dem Colonel. Und von Bruder Selmo. Der im Safe ist. Hey, genau, wir sollten ja Safe aufmachen. Aber ich habe keine Ahnung wie. Wasserfallkloster. Kommen wir nach Fort Apache. Jo, die Lokomotive ist weg. Schienen. Oh, ehrlich. Wir haben ja einen Schlüssel von dem Gefängnis. Wir können vielleicht nutzen. Ich weiß, dass das nicht dieselbe Tür ist, aber ich sag gerade, vielleicht ist das Universalschlüssel, keine Ahnung. Muss man ausprobieren. Da ist doch der, Kommen Sie nicht hier vorbei. Apache, Büffel Apache, ne, heißt er, ne? Kommen Sie nicht hier vorbei. Hä? Gucke. Ich sieh so traurig aus, du. Alter, warum bist du... Jetzt, weil ich reden will, dann bitte jetzt so weit... Das Spiel ist echt schlecht programmiert. Normalerweise, wenn ich mit ihm reden will, dann würde er von hier aus hier so laufen automatisch. Aber nee, er will die ganz große Runde drehen. Hallo. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Wir können nicht mit dir reden? Hallo. Was soll das heißen? Oh Moment, also ne. Ich dachte schon, das finde ich safe, aber er sagt ja, das ist ja für Gefängnis. Soldaten, salutiert! Dieser Schlüssel sollte mir die Türe der Gefängniszelle öffnen. Sehr gut! Genau, was ist denn damit? Verschlossen. Was verschlossen. Geh mal, was war denn da nochmal? Ich meine, die Falltür muss doch für was wichtig sein, oder was? Ach, Benno. Mama Cookie Lucky. Da unten gibt es Dynamit und Schwarzpulver. Richtig, Schwarzpulver. Ja, aber ich krieg das nicht auf die Tür. Ja, jetzt hab ich's. Boah, ich habe lange Leitung. Oh Mann. Dynamit plus Safe gleich Schädel für uns. Müssen wir noch eine Tür irgendwie öffnen? Nutze Schlüssel mit. Nein, ich will das behalten. Das wird auch nicht so funktionieren. Hallo? Ja. Das klappt nicht. Aber. Wie kommen wir da rein? Falltür. Okay. Vielleicht müssen wir. Aber wir haben keine Leiter. Habe ich das schon versucht? Mit Seil? Benny Moore. Ich drücke dir gleich in den Hintern. Nutze Seil. Falltür.
Sowas passt doch gar nicht zusammen. Nee, nee, so nicht. Angeln? Yes, Baby! Was war das denn? Von wegen Remastered. Meine grafisch klar haben die es auch gebessert, aber... Egal. Gut, Dynamit. Auf die schnelle, immer helle Big Tower. Wieso habe ich nicht gleich dran gedacht? Aber ich ehrlich gesagt, ich habe da komplett vergessen, dass er gesagt hat, Schwarzpulver, alle hier, Schwarzpulver und Dynamit. So, Kassierer, lass uns rein. Also ich muss mit ihm reden. Hallo, haben Sie schon fertig gegessen? Kommen Sie hier entlang, bitte. Jupp, wir sind satt. Bitte sehr. Ich werde gleich ein kleines Bäuerchen machen. Nicht erschrecken, ja? Nutze Dynamit mit Geldschrank. Keine gute Idee. Genauer gesagt eine Idee. Was? Irgendwie war ich mir sicher. Mit diesem Sprengstoff könnte ich ernsthaften Schaden anrichten. Ja, das ist auch der Sinn der Sache. Wieso geht das nicht? Okay, Trank. Griff. Vielleicht Griff. Ah, okay. Und jetzt? Hast du was gemacht? Jo. Streichhölzer haben wir? Haben wir. Nutze Streichhölzer mit. Kinder, zu Hause nicht nachmachen. TND, kaboom! Das ist unser Schädel! Ach nö, jetzt ist er wieder weg. Nein. Was in aller Welt ist Bruder hier S. passiert? Was ist mit meinem goldenen Schädel? Und wieso hängen Sie hier so dumm rum? Sie stecken hinter all dem hier. Sie Vandale! Sie haben meinen ganzen Kunden geraten, ihre Konten bei dieser Bank aufzulösen. Und aus diesem Grund war ich gezwungen, diesen Kriminellen hier reinzulassen, während Sie die ganze Zeit mit ihm im Bunde waren. Und jetzt hat er meinen Safe gesprengt. Ich muss zugeben, es war ein schlauer Plan. Hört mir zu, Bruder Bankier, und beantwortet mir nur eine Frage, bevor ich meine Beherrschung verliere. Was zur Hölle ist mit meinem Schädel? Weiche Unhold! Verdunkle meine Bank nicht länger mit deiner düsteren Präsenz! Schauen Sie nur, was mit meinem Safe passiert ist! Dieses Geldinstitut ist ein Katastrophengebiet! Man hätte ein besseres Sicherheitssystem hier einbauen sollen. Zum Beispiel einen Kassierer mit mehr als einer Gehirnzelle. Oh. Wo ist eigentlich Mellimore? Leutnant, Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Schauen Sie nur, was dieser Irre mit meinem Safe angestellt hat. Ich will bloß meinen Schädel! Einer Ihrer Komplizen hat sich als Schlosser ausgegeben und ihn hochgejagt. Aber ich habe gar keinen Schlosser als Komplizen. Ich klage Sie an, einen geistig minder bemittelten Jungen zu einem Verbrechen angestiftet und ihm dabei geholfen zu haben. Ich klage Sie an, bei diesem betrügerischen und gefährlichen Verbrechen die Fäden gezogen zu haben. Ich klage Sie an, Sprengstoff gegen das Eigentum Dritter eingesetzt zu haben. Klagen Sie mich an, so viel Sie wollen. Ich bin Angehörige der Kirche. Und als solcher kann ich sowieso nicht von Sterblichen gerichtet werden. Gott, der Allmächtige, wird über mich zu Gericht sitzen, wenn die Zeit gekommen ist. Ist klar. Ach, wirklich? Wissen Sie was, Bruder? Wir haben hier unten auch unsere eigenen Gesetze und Gerichte. Leutnant, verhaften Sie diesen Verrückten! Ein simpler Leutnant wird es nicht wagen, einen Mönch von meinem Ruf und Ansehen zu verhaften. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher. Dieser elende Mönch hat mich völlig ruiniert. Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist...
mit dem übrig gebliebenen Geld nach Mexiko abzuhauen. Gute Idee. Wow. Ja, da bist du ja. Okay, meine Freunde, diese Folge ist leider zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.